Ja, herzlich willkommen hier am dritten Tag bei der Foskes 2024 aus Hamburg, hier aus dem Hörsaal 1, im Audimax 1. Wir beschäftigen uns in den nächsten Vorträgen mit OpenStreetMap und die Frage, die wir natürlich alle wissen wollen, wie vollständig sind denn unsere OpenStreetMap-Daten? Und das erzählt uns jetzt Matthias Gröbe. Ja, die Frage kommt daher so ein bisschen. Ich arbeite bei der Wehr Group als GIS-Experte und dann hat man Kunden und die fragen dann so, ja, wir würden jetzt gerne Daten haben für OpenStreetMap Deutschland, 50 Kilometer drumherum und die müssen vollständig sein. Sind die denn vollständig? Das war die Frage, mit dem die ganze Idee hier begann zu dem Vortrag. Ansonsten mache ich eigentlich mit OpenStreetMap eher Karten. Also sind Daten auch wichtig, aber ist die Vollständigkeit jetzt nicht ganz so das Wichtige im Hintergrund. Und ich dachte, könnte man auch mal einen Vortrag dazu machen. Ansonsten, ich erzähle noch immer was bis an der Hochschule, wenn ich mal nicht bei der Wehr Group arbeite und bin selber relativ gerne auch beim OSM dabei, beim Mappen. Genau, eigentlich sagt man ja so, in Europa, so Mitteleuropa, ist der Datenbestand relativ vollständig. So, Kunden fragen dann halt trotzdem danach, und wie sieht es denn nur aus? Ich habe jetzt mal, um die Frage von dem Kunden zu beantworten, immer mal Daten aufbereitet, geguckt und verglichen, was es denn nur wirklich gibt in OSM und was die amtlichen Daten dagegen sagen wir mal als Referenz erwarten lassen. Auch mal einfach, ich habe es dann weitergedacht, mal ein bisschen mit der Natur abgeglichen. Ich muss jetzt dazu sagen, als Disclaimer, das ist keine Analyse geworden, wo ich sage, ich kann jetzt keine hundertprozentigen Zahlen sagen, aber ich habe jetzt mal verschiedene Methoden aufgegriffen, um zu sagen, mal abzuschätzen, was ist mehr oder weniger geeignet, um dann noch eine Ableitung zu treffen zu können. Was geht denn nur, was geht denn nicht? Daraus kommt dann auch die Schlussfolgerung quasi zur Prüfung und Vollständigkeit. Ich habe mal angefangen, weil es am Anfang auch wirklich um Adressdaten ging und dachte mit Sachsen. Ich komme aus Sachsen, ich wohne in Sachsen und ich weiß, es gibt da Open Data. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt vielleicht eine ganz gute Referenz. Ich habe mal rausgesucht, die Hauskoordinaten für Sachsen bekomme ich raus, wenn ich sage, wie viele sind das? Es sind 982.000. Wenn ich bei OpenStreetMap reinschaue, komme ich bei 928.000 raus. Also ich sage, okay, die Differenz erscheint jetzt gar nicht erstmal so groß. Ich habe jetzt irgendwo mal geschaut bei den OSM-Daten, wie vollständig sind denn die jetzt letztendlich? An sich erstmal, um eine Abschätzung zu bekommen, kann ich denn jetzt alle davon verwenden? Und da war so die Erkenntnis, okay, ich habe ungefähr 2000 Datensätze mit fehlenden Straßen und Hausnummern. Das macht das nicht. Also damit ist der Datensatz eigentlich nicht verwendbar. Ohne Straßennummer, ohne Hausnummer kann ich mir nicht sicher sein, dass es die Adresse wirklich gibt. Ich kann zwar raten, von einer Hausnummer zur nächsten, das müsste die sein, ist aber ungünstig. Ich könnte raten, an welcher Straße es liegt, kann aber auch schnell schief gehen. Was immer noch mal fehlt, ist die Postleitzahl oder der Ortsname. Okay, sage ich mir, das kann ich relativ gut analysieren. Ich weiß, diese Adresse liegt jetzt in diesem Postleitzahlgebiet oder in diesem Verwaltungsgebiet, kann ich ergänzen. Praktisch muss man also sagen, irgendwie so 1% ist nicht nutzbar von diesen Adressen, die es bei OSM gibt. So, was habe ich dafür gemacht? Ich habe das importiert, also die Adressen mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Habe gesagt, okay, ich mache das alles zum Punkt. Ich schmeiße die Duplikate raus, indem ich das gruppiere, halt nach Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Adresse und schaue mir dann halt das an. Ich habe das Gleiche dann nochmal für Bayern gemacht, weil ich dachte, mal gucken, es ging ursprünglich ums Bundesland Bayern. Wie sieht es denn da aus? Da habe ich nämlich die Referenzdaten nicht, um so eine Abschätzung zu bekommen, wie vollständig kann das denn sein. So. Andere Möglichkeit, die ich jetzt vornehmen könnte, um Sachen, die Vollständigkeit zu prüfen, ich gucke mal bei OSM ins Dashboard und schaue einfach mal Address, Street, wie vollständig ist denn das jetzt in Sachsen erfasst worden über die Zeit. Und da sieht man ganz gut, irgendwo so ab 2021 setzt da eine Sättigung ein, die darauf hindeutet, okay, ist es jetzt eigentlich der Großteil erfasst? Man kann jetzt davon ausgehen, keine Ahnung, ob wir sagen, jetzt sind 95%, aber es sind jetzt über 90% wahrscheinlich erfasst.
was ja auch ganz gut zu der Aussage passt jetzt, die ich aus dem Datenvergleich ableiten kann. So, mal in Bayern geschaut und da habe ich jetzt irgendwie 2 Millionen Adressen in Bayern. Wenn ich das jetzt in Relation zu der Einwohnerzahl setze von 13 Millionen, stimmt das was nicht. In Sachsen gab es 4 Millionen Einwohner, rund 1 Million Adressen, 1:4, 2:13 ist ein anderes Verhältnis. Also schon mal grobe Idee, da muss offensichtlich was fehlen. Guckt man auf eine Karte, findet man so einige Dörfer, wo man sagt, okay, es gibt Dörfer mit 3 Adressen, kann nicht vollständig sein. Es gibt wesentlich größere Gebiete. Wie sehen ansonsten die Daten aus? Ich habe die Straßennamen angeschaut, okay, 41.000 ohne 9.000 fehlende Hausnummer, Postleitzahlen, Ortsnamen sind korrigierbar. Also kann man sagen, okay, es sind 2% fehlerhaft, es fehlen aber massiv Adressen. Sehen wir das auch hier? Sieht man ganz gut. Es ist keine Sättigung erreichbar, wo er sagt, da ist so ein Berg aufgelaufen, da kommt nichts mehr groß Neues hinzu. Also die Erfassung läuft noch. So, habe ich mich natürlich auch gefragt, warum ist das jetzt so? Ne? Einerseits hatte ich jetzt den Vorteil in Sachsen, die stellen die Hauskoordinaten bereit. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, seit wann es Open Data gibt. Könnte auch sein, dass es dann mit der Sättigung vielleicht zusammenfällt. Vielleicht ist das vorher auch schon der Fall gewesen. Ich weiß aber, dass Sachsen es erlaubt hat, aus der digitalen topografischen Karte halt Daten für OSM zu übernehmen. Und da stehen die Hausnummern drin. Also werden wahrscheinlich fleißige Mapper die Hausnummern eingetragen haben. In Bayern ist das nicht möglich. Da habe ich geguckt in die Karten, die sie haben, da stehen keine Adressen drin, also sind die Adressen auch nicht erfasst worden. Okay, es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Es ist viel zu aufwendig für einzelne Leute, da rauszufahren, auf die Dörfer, jede Adresse aufzunehmen, sich vielleicht noch vom Bauern ein bisschen blöd machen zu lassen, dass er jetzt die Hausnummer da einträgt. Und es bringt keinen Vorteil. Es macht also irgendwie nicht so viel Spaß. Ja? Weil das jetzt so ein bisschen reinpasste, Postleitzahlen. Ne? Das ging da um 50 Kilometer um Deutschland drumherum, Postleitzahlen. Und da musste ich feststellen, wir leben im Land der Seligen, was die Postleitzahl bei OSM angeht. Guckt man rum, ich habe mir die Overpass-Query dazu getan, wenn jemand mal selber gucken will, man sieht, Deutschland, Sachsen ist erfasst, Tschechien, Polen, naja, lückenhaft. Weiter oben, Dänemark, wird es ganz leer. Wie sieht es dann aus? Bei der Schweiz unten, ja, Schweiz, gibt es was? Da gibt es auch offizielle Daten, aber die haben anscheinend noch nicht den kompatiblen Weg da reingefunden. Schwierig also, lückenhaft. Anderer Fall, ist ein bisschen schwierig zuzuordnen, das ist jetzt, unten ist noch Luxemburg, oben ist Niederlande, da ist Belgien und links ist Frankreich. Habe ich dann auch mal weiter nachgeschaut, weil es darum ging. Also Belgien scheint relativ vollständig zu sein, Frankreich ist so lala, aber in Frankreich gibt es einen schönen offiziellen Datensitz, der gibt es in der ODBL. Hat aber anscheinend noch keiner die Zeit und Muße gehabt, das in OSM reinzubasteln. Guckt man also jetzt mal in Deutschland, wie das erfasst worden ist, sieht man, 2011, 2012 ist irgendwann mal was passiert. Das hat mich erinnert an meine Studienzeit. Da habe ich auch irgendwann mal nach Postleitzahlen gegoogelt und da gab es so einen rumfliegenden Polygondatensatz mit Postleitzahldaten. So nach dem Motto, ja, das hat uns mal für x Euro die Deutsche Post verkauft, sie haben keine Rechte daran, wir können das jetzt irgendwie da reinbringen und offensichtlich wurde es reingebracht und seitdem gepflegt. Es gab also einfach mal einen Datenimport. Man sieht, das andere sind in Änderungen und dann sieht man super die Sättigung. Eigentlich die 100% Abdeckung in dem Fall. So, okay. Das ist nochmal die Zusammenfassung gerade zu den Postleitzahlen. Also, alles super mit den amtlichen freien Geodaten in Deutschland. Und für OSM ist ja vorteilhaft anscheinend. Ich dachte, wir gucken jetzt nochmal in Sachsen uns ein Beispiel an. Geising. Ich kenne den kleinen Ort so halbwegs so ein bisschen, weil ich da mal wandern gehe und dachte, ich schaue jetzt mal so, ob ich da Lücken finde. Man macht das jetzt mal, versucht das mal intelligent zu machen. Ne? Hab gedacht, Rapid-ID, der Rapid-Editor, schaue ich mal da rein, Gebäudevorschläge auf Basis von AI und ich muss nicht lange suchen. Ha, da gibt es doch noch ein paar Gebäude, die fehlen. Wenn man auf die Karte schaut, sieht man es nicht. Denkt mal, sieht gut aus, sieht vollständig aus. Nee, es gibt noch immer ein paar Gebäude, die fehlen. Also,
Ja, Vollständigkeit ist so eine Sache. Bin ein bisschen weiter gescrollt in den Wald und dachte mir, mal gucken, was sagt die KI da? Das ist von Facebook Max auf Maxa-Daten gerechnet, da sollen Wege sein. Dachte ich mir, ja, mal gucken, bin mir jetzt nicht so sicher, ich werde da wandern, sind mir die aufgefallen? Guck mal. Gibt noch was anderes Schönes in Sachsen, da gibt es das digitale Geländemodell, auch als WMS, und da ist der ganze Wald rausgerechnet. Man sieht also wirklich den Waldboden hier. Und da sieht man wunderbar, wenn ich nochmal zurückgehe, da wo Facebook hier mit der KI geschaut hat, da sollen Wege sein, sieht im Waldboden auch so aus, als wären da Wege. Könnte man also wirklich schon davon ausgehen, mal da vorbeizugehen, zu wandern und mal die Wege da wirklich zu erfassen. Fazit für Geising also, naja, also auch in scheinbar so ganz gut abgedeckten Gebieten gibt es irgendwo immer noch Lücken. Also es sind jetzt wirklich kleine Lücken. Ne? So RapidID hilft schon deutlich da, um da mal was aufzufinden, um zu mal gucken und mit ein bisschen Intelligenz, wo man sagt, okay, man muss halt selber die Gebäude anklicken und übernehmen, um das noch zu vervollständigen. Also ist eigentlich aus meiner Sicht schon mal eine sehr sinnvolle Anwendung von KI, wo man sagt, okay, man muss jetzt nicht mehr alles durchmustern manuell, das ist aufwendig, man sieht die Vorschläge, kann ich nochmal draufschauen, sieht jetzt so aus, als wäre das neu gebaut worden, sieht man meistens ja auch auf den Luftbildern, kann ich übernehmen. Da hilft Open Data wirklich. Man muss aber auch sagen, gerade bei den Waldwegen, ja okay, dann muss ich mal wieder wandern gehen mit Klemmbrett und sagen, okay, ich schaue mir das mal an, die Lücken zu füllen. Habt ihr jetzt auch mal weitergeguckt, das Awesome Dashboard, was sagt das jetzt so? Wenn ich sage, bei Highway sieht man, okay, allgemein sieht so eine Sättigung, ist schon ganz sichtbar. Wenn ich jetzt mir die Länge anschaue, dann sieht man auch so, ah, das Wesentliche scheint erfasst zu sein. Ich habe das dann noch mal versucht, ein bisschen nach den verschiedenen Typen aufzuschlüsseln. Und dann sieht man jetzt ganz gut über die Zeit die Entwicklung der verschiedenen Typen. Ich habe hier immer, die sind sortiert nach der Häufigkeit, was am häufigsten auftritt, auch nach oben, beziehungsweise was am längsten ist. Und da sieht man jetzt schon ganz klar irgendwo am Anfang, Service war am Anfang relativ wenig, wird jetzt noch mehr, Track, also die Waldwege werden mehr, aber man sieht relativ konstant, dass wenn man hier guckt, Residential, die Anwohnerstraßen sind anscheinend also ganz gut erfasst, ne? Secondary, Primary, diese dünnen Linien da oben, die sind konstant. Genau das Gleiche gibt es auch noch als Quality Analysis bei Gebäuden. Gibt es im Dashboard auch eine Kategorie Qualitätsanalysen. Und sagen Sie, rechnen so eine Kurve aus, fitten die da rein und sagen, das ist das erwartete Gebiet. Und Sie sagen, okay, Estimated Total Data. Und wenn ich da drauf schaue, ist eigentlich OSM drüber. Und Sie sagen, Medium Quality, Medium Completeness, ich weiß nicht genau, wo sie nach das definiert haben. Für mich hätte ich jetzt auch gesagt, okay, das Wesentliche ist erfasst, wie man das gerade gesehen hat, am Beispiel in Geising, aber es gibt halt noch diese Lücken, die gefüllt werden sollten. Ja. Anderes Beispiel, weil wir gerade bei Wegen waren, es gibt Wanderwege. Das ist so ein bisschen mein Hobby, wo ich immer wandern gehe und sage, okay, da gibt es so Karten, da sind die Wanderwegmarkierungen eingetragen und die zu erfassen ist halt wirklich komplex. A, es gibt nicht für überall so tolle Wanderkarten, wo das eingetragen ist, die sind zum Teil veraltet. Wenn man nachgucken will, geht das eigentlich wirklich nur um Gelände. Ich will mir keine flächendeckenden Karten kaufen und dann das da danach wandern gehen. Die Aushänge helfen damit. Und dann kommt man zu dem Problem, die Markierungen sind nicht besonders gepflegt, die Modellierung ist irgendwie doof, man muss halt wirklich da durch den Wald laufen. Ja? Und dann kommt es halt auch so, wenn ich da reingucke bei den Waymark Trails, da sieht man auch so ganz offensichtliche Lücken, wo man sagen könnte, oh, da müsste man mal wandern gehen. Sieht man aber auch Gebiete, wo man sieht, okay, da hatte anscheinend schon jemand Zeit und Muße und ist da mal nachschauen gegangen und hat die gepflegt. Ja? Da sieht man ganz klar, es gibt manchmal so Wanderwegmarkierungen, die kann man nicht übersehen. Also das war schon ein bisschen deutlich. Aber es ist halt auch ein Spezialthema, wo man sagen kann, okay, die Vollständigkeit dafür ist ganz nett zu haben, ist jetzt aber nicht so wichtig. Hängt ganz, ganz sehr ab davon, wie touristisch eine Region ist, wie viele Leute da wandern gehen, ob das da verfolgt wird. Also,
um jetzt irgendwie zu einer Zusammenfassung zu kommen, wenn der Kunde fragt, wie vollständig ist es denn nur an? Wie sind denn nur die Daten bei OpenStreetMap? Und dann kann ich sagen, naja, es kommt drauf an, Kunde. Was möchtest du denn jetzt? Möchtest du Adressdaten von Sachsen haben? Kann ich sagen, okay, du hast jetzt die Wahl, du kannst die OSM-Daten nehmen, du kannst die amtlichen Daten nehmen. Dieser Unterschied, der dazwischen ist, müsste man sich jetzt im Detail mal anschauen, was fehlt da. Ich weiß, bei den amtlichen Hausnummern sind manchmal auch Hausnummern vergeben, die man selber noch gar nicht im Gelände ausmachen könnte. Da gibt es Baugrundstücke, sieht man Grundstücke, die haben eine Hausnummer, aber da steht kein Gebäude drauf. Kann man bei OSM nicht finden. So. Also, ja, Adressdaten in Deutschland, in Sachsen, sagen, okay, kann man machen. Wenn man den Vergleich einfach mal fährt, findet man irgendwie, kommt man wahrscheinlich bei ein paar 90% raus, dann ist man happy. In Bayern würde ich davon abraten, die Adressdaten zu verwenden. Da muss man die kaufen. Ist einfach nicht verwendbar, muss man auch ganz klar sagen. Das Straßennetz dagegen würde ich sagen, okay, das kann ich als vollständig ansehen. Ne? Genauso, wenn ich sage, auch die Gebäude, ja, da wird es Lücken geben. Auch das Basis-DLM wird Lücken haben, irgendwo, wenn man amtliche Daten kauft. Die sagen zwar, wir sind amtlich, wir wissen, dass das da gebaut wurde, aber bis der Brief vom Amt da angekommen, dass das gebaut wurde und dass sie das eingetragen haben, wird das auch dauern. Also die haben auch keine 100%, die haben auch nur irgendwie 90%. Vorteil von OSM sind die POIs, ne? Dass die gut erfasst sind. Und ich würde sagen, gerade in urbanen Räumen sind die wahrscheinlich auch ganz gut gepflegt. Im ländlichen Raum, würde ich sagen, wird es schon schwierig. Genauso wie das Wegenetz im Wald, wo man sieht, das ist aufwendig. Wenn ich da wandern gehe und da unterwegs bin, sehe ich, naja, da gibt es Lücken. Aber interessieren die Lücken halt die Mehrheit an Menschen? Mal sagen, okay, es interessiert eigentlich nur, wenn da viele Leute unterwegs sind. Generelle Aussagen jetzt zu treffen, wo ich sage, wie vollständig das ist, jetzt auf die Kommastelle ausberechnet, ist schwierig. Also die wissenschaftlichen Untersuchungen mit den Vergleichen mit NAFTEC-Daten und dergleichen in den 2010er Jahren können wir eigentlich als veraltet ansehen. Ne? Heute ist eigentlich OpenStreetMap für sowas eine etablierte Datenquelle, wenn man Sachen, die großen Kartenanbieter setzen auf OpenStreetMap. Ich würde jetzt verallgemeinert sagen, je einfacher und relevanter für viele Menschen ein Thema zu erfassen ist, also zu verstehen ist und auch für den OSMer zu erfassen ist, desto vollständiger sind die Daten. Also siehe Verkehrsnetz, POIs, Straßen. Je mehr Leute das nutzen, desto einfacher ist das. Ja. Mir ist das noch mal einmal mehr im Urlaub bewusst geworden in Schweden. Ich habe mich lange gefragt, warum ist diese Gegend da so gut erfasst? Warum hat da jemand die Daten importiert? Bis ich da war und festgestellt habe, ja, es ist einfach eine beliebte schwedische Urlaubregion. Da wollte vielleicht jemand eine Karte machen, da sind eh viele Leute unterwegs. Deshalb ist da die ganze Landbedeckung eingetragen und im Norden und Süden, ach naja, das interessiert niemanden, das ist groß. Schweden ist riesig, da hat das niemand irgendwie eingetragen. Also man sieht immer ganz deutlich auch in den Daten, wo Interesse ist, wo Daten vorhanden sind, wo es Open Data gibt, wie gut die Daten sind. Und ich war in dem Fall erschrocken in Schweden, wo ich festgestellt habe, okay, Luftbilder, offizielle Daten, digitale Ortofotos finde ich nicht als Grundlage für das OSM. Da habe ich veraltete Bing-Daten mit reichlich Wolken drin. Wir leben da irgendwie schon im Schlaraffenland in der Hinsicht. Also, ganz kurz nochmal, Vollständigkeit hängt vom Thema ab. Vorhandensein von Open Data hilft, die freien Geodaten zu pflegen, ob es jetzt nur mit der KI ist, das Hinschauen oder einfach das Digitalisieren vereinfacht. Genau. Die neuen Editoren können da helfen. Ne? Je einfacher die Erfassung, desto vollständiger ist OpenStreetMap. Und man braucht schon ein Interesse, um da hinzufahren, beziehungsweise Menschen, die da hinfahren, um zu sagen, okay, dann ist das besser erfasst. Und ich muss sagen, letzten Endes kann man immer nur einschätzen, wie vollständig OpenStreetMap ist, wer vor Ort da war und es gesehen hat. Muss aber auch sagen, immer wenn ich wandern gehe und dann wieder solche Momente habe, denke ich mir, boah, ist so eigentlich kein schlechtes Hobby, mappen zu gehen, da unterwegs zu sein, zum Sonnenuntergang auf dem Berg zu sitzen und sagen, ja, ich habe noch ein paar Wanderwege erfasst, hoffentlich finden noch ein paar mehr Menschen den Weg in die tolle Region. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Da kann ich
direkt mich darauf beziehen. Ich gehe auch häufig wandern und erfasse dann die Wanderwege. Das Problem und die Chancen dabei, die kenne ich auch sehr gut. Auch im Chat gab es einige Fragen zu dem Thema. Zunächst einmal zum Thema Postleitzahlgebiete. Da gab es die Frage, kann es überhaupt amtliche Daten geben, wenn die Grenzen ja eher willkürlich zwischen Adressclustern aufgeteilt werden? Also die Postleitzahlen sind, also man versucht es, die Postleitzahlen ähnlich mit den Verwaltungsgrenzen zu halten. Wenn man mal reinschaut in die Postleitzahlen, zum Beispiel im Ruhrgebiet, dann merkt man, das ist abstrus. Also die Postleitzahlen beziehen sich manchmal auf Verwaltungsgrenzen, manchmal auch überhaupt nicht. Gab es auch irgendwie schon die Feststellung von ministerieller Seite, was mir zu Ohren gekommen ist. Na, man hat das irgendwie vergessen, dass die mal Open Data sein wollen. Die Rechte liegen da irgendwo noch bei einem gewissen Anbieter, der die seit Jahren gepflegt hat. Also Postleitzahlgebiete sind willkürlich, wo sie angrenzen. Das hängt nicht an der Verwaltungsgrenze. Eine ähnliche Frage in die Richtung ging auch, wie kann man denn sicher sein, dass die Postleitzahlgebiete weiterhin korrekt sind und weiterhin gepflegt werden? Weil die müssen sich ja auch irgendwie dynamisch anpassen über die Zeit. Ja gut, das ist die Frage der Menschen, die da wohnen, die merken das natürlich. So eine Postleitzahländerung, Umstellung ist eigentlich ein öffentlicher Prozess. Wo ich herkomme, ist das passiert. Da hat man auch mal die Postleitzahlgrenze geändert. Nachdem man vor 10 Jahren die Gemeinden zusammengelegt hat, hat man das gesagt, ja, okay, wir wollen jetzt mal die Postleitzahl vereinheitlichen. Und in dem Zug hat man auch noch Straßen umbenannt, weil es die Bedingung gibt, jede Straße muss eindeutig sein in einem Postleitzahlgebiet, damit die Post gut sortieren können. Das ist so ein Prozess, der zieht sich über Jahre hin. Das ist noch hinterlegt, die alte Postleitzahl auch bei der Post. Die Post wird erstmal schon noch einen Moment da ankommen. Das merkt man. Also es kann natürlich sein, wenn das jetzt im tiefsten MacPom passiert, da wohnt kein Mapper. Ja, aber ich würde sagen, man kann schon davon ausgehen, dass das ziemlich gut funktioniert. Und wenn man erstmal es nicht mitbekommen hat, wird es trotzdem die Post ankommen. Und hast du in deiner Analyse auch Address Place als Tag berücksichtigt? Das habe ich nicht berücksichtigt. Okay, dann gibt es noch eine Frage zum Geländemodell. Du verweist bei den Waldwegen auf das digitale Geländemodell. Kann man darin zugewachsene von tatsächlich existierenden Waldwegen unterscheiden? Man sieht, was war. Ich gehe mal zurück auf die eine Folie, da sieht man das so ein bisschen. War schon drüber weg. Also man sieht hier wunderschön, habe ich hier auch die Möglichkeit, den Pointer zu nutzen. Gibt's noch? Nee. Also, wenn ich zum Beispiel hier drauf zeige, sieht man ganz gut, das sieht aus wie ein Weg. Ich würde sagen, das ist heutzutage kein Weg mehr, weil sich das so ausläuft. Es gibt früher diese Hohlwege, also genauso auch hier diese Wegbündel. Das sieht so aus, als wären da früher Wege gewesen. Man sieht im Gegensatz dazu hier, dass es ein relativ gutes Wegenetzwerk ist, was irgendwie verbunden ist, wo ich schon stark vermuten würde, dass da ein Weg ist. Ob man da jetzt langfahren kann, wäre ich mir nicht so sicher. Aber man kann wahrscheinlich da langlaufen und man wird das im Gelände wiederfinden, dass da irgendwas ist, da ein Weg ist. Der kann mittlerweile vielleicht irgendwie mit hohem Gras oder ein paar Sträuchern zugewachsen sein. Das kriegt das leider super weg, aber man wird es im Gelände noch wiedererkennen. Verstehe. Und dann gibt es leider noch ganz viele Fragen. Die Liste ist lang, aber aus Zeitgründen können wir, glaube ich, nicht mehr alle beantworten, aber eine machen wir noch. Warum bezeichnest du fehlende Postleitzahlen an Adressen als korrigierbare Fehler, obwohl die Postleitzahlgebiete schon flächendeckend in OSM erfasst sind? Also korrigierbarer Fehler. Also an der Adresse steht erstmal die Postleitzahl nicht dran. Ist insofern erstmal ein Fehler, da es in Deutschland zum Beispiel große Institutionen gibt, die eine eigene Postleitzahl haben. Ich habe zum Beispiel lange an der TU Dresden gearbeitet und da war immer das Problem, welche Postleitzahl hat das jetzt zum Beispiel? Und da war das die 01062 ist die TU Dresden. Alles mit der Postleitzahl 01062 geht an Dresden. Aber die Adresse hatte an sich eine andere Postleitzahl. Wenn ich die Hausadresse angegeben hatte, war das irgendwie die 01078. So, die Deutsche Post kann das handeln. Ich kann also sagen, ich nehme das Postleitzahlpolygon, berechne das. Die Adresse hat eigentlich die Postleitzahl.
muss nicht die richtige sein, aber es ist ein korrigierbarer Fehler halt für die Deutsche Post, Postmodern, wer auch immer das zustellt, kann man darauf hinweisen, es funktioniert trotzdem, aber es ist an sich ein Fehler. Alles klar, dann wie gesagt, wir haben noch viele weitere Fragen, aus Grund der Zeit können wir den nicht abhandeln, aber ein Gruß von den Schülern der Arnold-Bode-Schule wollte ich noch ausrichten, kam hier auch. Ansonsten vielen Dank, nochmal eine Runde Applaus.